Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Mach mal was gegen die Wish-Werbung. Die Wish-Werbung nervt viel mehr. Mach mal ein Video über diese Drecks-Wish-Werbung, Bruder. Mir geht Wish noch mehr auf den Keks. Ich hasse die Wish-Werbung. Das hört sich an wie iBloody aus Ali Tales Zeiten. Hi, ihr mögt es also, wenn... Okay, noch ganz alt oder was? Oh, 2018, okay. Ich mich aufrege. Cool. Ich nicht. Ich schwitze immer, wenn ich schreie. Aber ihr habt unter die letzte Folge gespammt, dass ich was zu... Also ich nicht, aber okay, cool. Werbung machen soll. Und wie soll ich bei fucking über 10.000 Likes dann Nein sagen? Und ich frag mich jetzt schon, in welchem Zwischensatz der erste Wish-Wortwitz fällt. Die Wish-Werbung damals, wow, wirklich mega seltsam. Also da kann man erzählen, was man will. Heute ist es dafür Demo. Alter, ich sehe auf TikTok so oft diese Demo-Werbung. Keine Ahnung, wieso man sich so oft dafür verkauft. Aber Alter, das ist so schrecklich. Und die Werbung sind so schlimm. Das ist Fremdschirm hoch Level 3, Alter. Ja, ich weiß, Leute. Das wird schlimm. Aber naja, ich bin... Demo-Werbung. Ich habe Wish gesagt, oder? Immer wieder erstaunt, wie schön das Leben doch sein. So schlimm waren die Wish-Werbung nicht mal. Habt ihr die Werbung schon gesehen? Wenn nicht, hier eine kurze Zusammenfassung. Oh, was könnte denn dieses Paket sein, das ich bestellt habe und wissen sollte, was drin ist? Bitte halt einfach nur dein dummes Maul. Geilen Pinsel. Die war so ultra verstörend. Lief die mal im TV? Wie lange gibt's denn Wish schon? Wo habe ich die mal gesehen? Auf jeden Fall war die so... nein. Ich würde gleich meine Hand vor meinem Gesicht zurück auf die Lehne zaubern und es wie ein Schnittfehler aussehen lassen. Ich bin einfach ein verfickter Magier. Oh, guck mal. Ich bin dumm. Halt deine dumme Schnauze. Und ja, das meinen die ernst. Das ja. ist die offizielle Werbung von Wish. Die offizielle? Oh Gott, ich heiß einscheißen, Alter. Die offizielle Werbung war das auch noch. Oh, jetzt wird's ernst. Ich frag mich, wie das beim Dreh abgelaufen ist. Nein. Licht? Nein. Action. Wish ist ein Internethändler, der dir für einen niedrigen Preis viel Scheiße verkauft. Wie zum Beispiel einen 2 Terabyte USB-Stick für 6 Euro, der wirklich 2 Terabyte Speicherkapazität hat. Das erkennt man an der professionellen Gravierung. Und in Wirklichkeit so vielleicht ein MB drauf, Alter. Einen dicken Typen und seinen sportlichen Freund. Die alten Schrauben von Opa. Eine Powerbank mit 690.000 mAh für euch. Wie haben die das Ding gebaut, Alter? Und euer Atomkraftwerk. Eine GTX 1060 für 82 Euro. Na gut, bei der Zeit, okay, aber Alter! Das ist aber die etwas abgespeckte Version mit einer maximalen Auflösung von 2048x1024 im Erfolgsformat 2 zu 1. Trotzdem hat die zu der Zeit auch im Originalzustand nicht so wenig gekostet. Einen ganzen Wisher für Autofelgen für 1 Euro. Oder auch mal 2018? Nee. Denselben Wischer für Autofelgen für 2 Euro. Alexi Bexi Merch. Eine 20 Terabyte Festplatte ohne Speicherkapazität. Das ist gut, die brauche ich unbedingt. Das ist ja noch besser als das, was Goldmyro immer gemacht hat. Ohne Speicherkapazität. Wer braucht's nicht? Was? Dear Customer, please do not understand the error. Na, endlich mache ich mal was richtig. Ich verstehe da nämlich wirklich nichts mehr. Boah, Jungs. Oh, ich hab Angst. Boah, Jungs, ich bin so aufgeregt. Guck mal, eine Granate für 1 Euro. Er chillt da irgendwie mit seiner Crew. Und stell dir vor, du kriegst da wirklich eine echte, weil Wish verkauft dir nur Müll. Im normalen Spielzeugladen so kriegst du Spielzeuggranaten. Das heißt, Wish müsste dir eine echte verkaufen. Weil wenn du bei Wish ein echtes Handy kaufst, kriegst du halt nur eine Plastikhülle. Alle tun so, als wäre Weihnachten, obwohl er einfach nur Plastikmüll aus dem scheiß Pazifik gekauft hat. Was prinzipiell nett ist, da schwimmt nämlich viel zu viel Plastik rum. Sie chillt einfach mit ihrer Mom auf dem Sofa und sie denkt sich nur so, was zum Fick ist das? Und sie so, das ist ein verfickter Schlagring mit Elektroschockfunktion, Mutter. Guckt euch... Mal so gesehen, dass sie in Deutschland ja eh verboten sind, aber Alter! Das Scheißbild davon an. Hauptsache, das Handmodel hat übel nice Fingernägel, während der Typ da hinten im Hintergrund einfach von einem Auto überfahren wurde. 12 Euro! Und diese verfickten Werbung sind auch noch das Beste. 12 Euro, Alter. Aus einmal zu und das Ding zerbricht. Stan Wish. Die Produkte sind nämlich zu 90% Fakes, Schrott oder einfach nur Müll. Ne, das ist empirisch bewiesen durch die Prank Bros, die genug journalistische Arbeit getan haben. Und ja, auf jeden Fall, Alter. Ja, aber ich finde es echt schrecklich, dass solche Shops bestehen dürfen. Entlarvt haben in ihrem Erfolgsfall. Wobei bei Demo ist ja, glaube ich, nicht das Problem, dass die da Fake verkaufen. Wobei AirPods für 10 Euro, das ist auch nicht möglich. Das wird wahrscheinlich irgendeine Fake-Marke sein oder so, wie man andere Dinge, die eigentlich hunderte Euro kosten, die es dort für 10 Euro gibt. Aber soweit ich ja gehört habe, verkaufen die extrem aggressiv eure Daten.
Mann, wir kaufen Scheiße. Zewa, ich sag's euch, Leute. Zewa hat's verstanden. Ein Wish und weg, Alter. Als ob man für 20 Euro Smartphones kaufen kann, die funktionieren. Oder nee, halt du kriegst dann halt bloß die Handyhülle. Habe ich auch schon bei jemandem erlebt, der hat sich gedacht, geil, Not für, glaube 30 Euro oder so. Und dann kam nur so eine Handyhülle von Not an. Ist nachhaltig gebaut oder versandt worden. Das ist alles Scheiße. Bitte kauft nicht bei Wish. Jeder, der da mehrere hundert Euro lässt, hat einfach einen Schaden. So wie der Typ, der überfahren wurde. Man geht ja nicht in den Laden und erwartet, dass man was geschenkt kriegt. Irgendwo ist immer ein Haken. Wenn dir der Metzger seine Mettwurst schenken will, dann bist du ja auch misstrauisch. Aber nein, im Internet, Alter, für zwei... Nein, dann nehme ich die mit. Früher war das mal gang und gäbe, dass du beim Metzger dir was gekauft hast und dann hast du eine Wurst gekriegt oder so oder eine Wiener. Das gibt's heute gar nicht mehr. Also ich hab's schon lange nicht mehr erlebt. 3 Euro, 100 Terabyte, oh, geil. Lasst euch nicht von diesen dummen, beschissenen, extra auf nervig getrimmten Wix-Werbung dazu verleiten, auch nur irgendwas aus Spaß dazu kaufen. Vor allem machen die genug Kohle, um sich irgendwelche Fußballer einzukaufen. Die sponsern einfach ein NBA-Team. Und dann heißt es immer, dass wir YouTuber unseren beschissenen Marken verkaufen und nicht real sind. Haltet euer Maul. Machen aber immer noch viele. Man nehme zum Beispiel Demo oder die ganzen unseriösen Handy-Games, wo einfach nur Werbung läuft, die überhaupt nicht zum Spiel passt. Da habe ich auch schon viele TikToker gesehen. Das sind nicht gerade namenswerte TikToker, das sind wahrscheinlich irgendwelche Kleinen, die vielleicht 10 Abonnenten haben oder so, keine Ahnung. Die Werbung war erstmal übelst seltsam und ich weiß nicht, wie man das erklären kann, aber sie war seltsam. Und das Spiel, was sie dort gezeigt haben, hat absolut nicht zu den Verlinkten gepasst. Kein Entwickler von Handyspielen traut sich mehr, echte Werbung von seinen Spielen zu zeigen. Die nehmen immer irgendwelche Fake-Werbung oder irgendwelche Werbung, die von anderen Entwicklern stammt, die echt ist, von AAA-Titeln. Weil ihr eigenes Spiel wahrscheinlich so scheiße ist, dass sie sich nicht trauen, eigene Trailer zu machen. Werbung ist nicht lustig, die ist nicht sympathisch, die geht uns allen auf die Eier. Und man muss sich verfickt nochmal anmelden, um da irgendwas anzuschauen. Mit Facebook! Get the fuck out! Das ist ja noch schlimmer, Alter. Ich meine, Facebook ist ja schon an sich eine Datenkatastrophe, ja. Trotzdem sind wir wahrscheinlich alle auf Facebook angemeldet, obwohl ich Facebook eigentlich ganz selten noch nutze. Ich nutze eigentlich gar nichts mehr gerade. Ich bin nicht mal mehr auf Instagram aktiv. Muss ich auch mal wieder machen. Ach, das war echt geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.